Hallo und willkommen zurück hier bei Ryan, Stella und Finn in Moonlight Falls, kurz gesagt unser Moonlight Let's Play. Und Ryan ist gerade mit der Arbeit fertig geworden und kommt jetzt erstmal nach Hause. Hier übrigens das neue Sportstadion, was ich aufgestellt habe, relativ simpel gehalten, eigentlich nur mit so ein paar Pflänzchen. Passt sich aber ganz gut in die Landschaft ein, würde ich sagen. Sieht aus, als gehörte es hierhin, genauso die Schule. Aber bei der Schule habe ich vor allem hier hinten noch so einen Hinterhof reingebastelt. Den wollte ich euch mal zeigen. Bisher nutzen wir die ja nicht. Aber ich habe halt hier die Schule, so vorne mit ein bisschen Pflänzchen. Und hier hinten habe ich halt noch so einen kleinen Hof eingebaut. So, so als würden sie in den Pausen halt tatsächlich hier hinrennen. Schaukeln, im Sandkasten spielen und so ein Krams. So einen Hof habe ich da halt gebaut. Fand ich eigentlich eine ganz, ganz gute Idee. So, Finn, dir geht's eigentlich noch gut, dir aber auch. Deswegen würde ich sagen, gehen wir trotzdem zu ihm rein und bringen ihm so ein paar Sachen bei. Sprechen zum Beispiel, das könnten wir ihm, glaube ich, mal beibringen. So. Er hat echt eine Menge Spielzeuge, der kleine Finn. Das ist halt echt heftig, wie viele Spielzeuge er hier hat. Wir müssen eigentlich nochmal ein Bild von ihm machen als Kleinkind, weil wir haben zwei Bilder von ihm als Baby, aber noch nichts als Kleinkind. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch ein paar Fotos machen mit der Kamera. Und es wurde ja auf jeden Fall auch vorgeschlagen, dass ich so eine Kamera kaufen soll. Oh, wir sind im zweiten Jahrestag mit Stella, der zweite Jahrestag der Arbeitsstelle. Ja, aber da müssen wir auf jeden Fall auch mal zugegen sein, wenn hier sowas gemacht wird. Müsste ich natürlich, wenn wir ihm das Laufen beibringen, ich glaube, dann werden wir das mal versuchen aufzunehmen, wenn wir da Zeit haben. Und die arbeiten halt jetzt die ganzen Tage immer. Donnerstag ist halt eigentlich der einzige wirklich freie Tag für beide. Und Dienstag hat halt Stella wenigstens noch frei. Die müssen halt echt viel arbeiten, sind auf jeden Fall sehr berufstätige Eltern. Und also noch ein Grund mehr, es nur bei einem Kind zu belassen. Die versuchen mir schon alle Aufmerksamkeit zu schenken und alle Zeit, die sie haben. Aber die haben natürlich nicht immer Zeit. Er kann auf jeden Fall schon echt viel sagen. Ist auf jeden Fall schon nicht schlecht. Dieses Outfit vor allem von Ryan. Ich belasse es ihm einfach mal. Ich hatte ja eigentlich anfangs noch ein anderes Outfit für ihn. Aber irgendwie steht ihm dieser violette Anzug. Huch. Oh, funny Bau. Irgendwie steht er ihm. Lange kann es nicht mehr dauern, ganz ehrlich. Lange kann es nicht mehr dauern. Und du gehst dann nicht nach Hause, sondern... Wo ist es? Hier, ins Starlight Studio, ins Skylight Studio der darstellenden Künste, denn du wolltest ja noch ein bisschen tanzen. Und das können wir auf jeden Fall heute Abend einfach mal machen. Yay, er hat das Sprechen gelernt. Sehr schön. Das wollte ich doch sehen. Dann kannst du gleich deinen Erfolg ins Töpfchen setzen. Okay, nein, das klingt irgendwie komisch. Er kann auf jeden Fall direkt mal aufs Töpfchen gehen. Lass mir erstmal Ryan vorgehen. So, jetzt solltest du da auch lang krabbeln können. Kleiner Finn, und bald kannst du nicht mehr nur krabbeln, sondern sogar laufen. Du hast schon das Sprechen geschafft, du kannst schon allein aufs Töpfchen gehen, du wirst auch bald laufen können. Ich glaube an dich, Finn, das schaffst du. Es sieht aber halt auch echt süß aus, wie er lang krabbelt, muss man sagen. Aber wie er läuft, sieht halt noch viel süßer aus. Deswegen werden wir das auf jeden Fall auch anstreben. So, mit unserem Kundenkreis haben wir uns auf jeden Fall auch schon richtig gut angefreundet. Das freut mich auf jeden Fall. So. Das letzte Stückchen Zukunft war nicht leicht vorherzusehen, doch dein Sim hat sie dingfest gemacht. Das hat sich also gelohnt, am Ball zu bleiben. Sehr cool. Und wir sind befördert worden. Wir sind eine metaphysische Produzentin. Möchtest du deine Zukunft erfahren? Du bist weit über triviale Feststellungen wie die Jugendliebe oder wer als nächstes befördert wird hinaus. Wartet. Ich gehe mal eben ans Handy. Einmal kann man ja mal rangehen. Du kannst mit Leuten jetzt über so bedeutende Themen wie die Wahrheit, die Ursache und die Existenz selbst sprechen. Vieles davon ist immer noch erfunden, aber du bringst es gut rüber. Ach ja, dieser Job, ey.
Das ist schon ein lustiger Job irgendwie. So, was können wir denn jetzt machen den Abend über? Finn das Laufen beibringen. Ja, wollen wir das einfach direkt machen? Wollen wir das einfach mal direkt anfangen zu machen? Können wir ja natürlich. Aber dann ziehst du dir mal normales Outfit an. Du siehst ein bisschen sehr hochnäsig aus mit diesem violetten Anzug, Ryan, muss ich sagen. Passt vielleicht für deinen Job, aber nicht hier für das Familienleben. Das sieht irgendwie ein bisschen unangemessen aus für sowas. So, dann fangen wir doch mal an, dem Kleinen das Laufen beizubringen. Einfach weil es so süß ist und so viel Spaß macht. Und ich mir das gern angucke. Aber wir müssen erstmal nochmal zu Stella rüber. So, wir sind jetzt Level 5. Ja, Level 5. Private Lesungen müssen wir jetzt absolvieren. Okay. Und zwar mit fremden Leuten in der Stadt. Na, vielleicht haben wir hier sogar schon ein paar Leute, an denen wir das üben können. Nee, irgendwie ist hier alles leer. Okay, na gut, dann halt nicht, wenn ihr nicht wollt. Dann werden wir einfach so mal tanzen. Umschalten auf. So. Und dann können wir hier ein bisschen Balletttanz machen. Ich würde auf jeden Fall auch gerne mal mit Ryan dahin gehen, damit wir ein bisschen Paartanz machen können. Aber der ist ja jetzt heute erstmal Daddy, beschäftigt. who's your dabble? Na, Dua, wa, wie gesagt, ich liebe kleine Kinder in dem Spiel. oh, An sich gehen mir Kinder Buddha. total auf den Keks, aber in dem Spiel sind Kleinkinder echt super. Anork, glorbi chip chip. Oh, Na, son, Eva, neffi yekabu. das ist halt echt süß. Oh. Vivo. Stamba. Oh, Stamba du. Ras, ras. Oh. Oh, Wuching. Shasha. Wieder irgendwie kurz so Honey. rausgelitscht, wenn er sich immer aufstellt, ist schon ein bisschen lustig. Oh, Oh. wow. Also Finn ist scheinbar echt Naturtalent, Baba. wie er sofort losläuft. Das ist nicht schlecht, muss man sagen. Ah, Kuma. So, wie sieht's bei dir aus? Wie weit ist eigentlich deine Tanzenfähigkeit so? Okay. Sie hat den Plié gelernt. Okay. Aber sie sollte auch bald ein Level abbekommen. Sie ist ja erst bei Level 1. Dann solltest du eigentlich auch irgendwie dich verbessern können, wenn du genug tanzt. Oder? Das verbessert deine Tanzfähigkeit doch, oder? Oder musst du dafür Balletttanz wirklich machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Kann auch sein, dass sie dafür richtig hier an der Ballettstange tanzen muss. Dann wechseln wir aber erstmal auch in unsere Athletikkleidung. Und können mal ein bisschen trainieren. Vielleicht können wir das damit verbessern. Zwar nicht die richtige Ballettkleidung, aber sieht schon mal besser aus als ihr Arbeitsoutfit. Steigt das damit? Ich gern. Aber irgendwie bewegt sich da nichts. Und Finn hat sogar laufen gelernt. Der Junge ist ein Naturtalent. Ich meine, ja, klar, wir haben das vorher schon mal geübt. Irgendwie sehe ich da keine Veränderung. Ich hoffe, dass ihr jetzt irgendwie ein bisschen ihr Level steigert. Dafür ist sie ja da hingegangen. Keine Ahnung, ist schon ein bisschen eigenartig. So, er hat jetzt schon alles gelernt. Ja, cool. Ich meine, wir werden trotzdem noch Filme mit ihm aufnehmen, weil das wäre halt echt cool, wenn wir das schaffen. Aber dann halt nicht übers Laufen, sondern einfach, vielleicht auch einfach nur so, wie er irgendwo rumläuft oder was weiß ich. Wir werden schon irgendwelche Nein, Sachen finden, was wir von ihm aufnehmen können und Bilder von ihm machen können und alles. Das wird schon gehen. So, den Echappé haben wir auch gelernt. Steigert das jetzt irgendwie mal dein Level? Wie? Wieso steigert das nicht ihr Level? Das ist ein bisschen komisch, aber na gut. Vielleicht ist das auch wieder sowas, was es erst im Nachhinein steigert, wie bei Schreiben auch. Dann siehst du den Fortschritt beim Schreiben auch nicht.
Aber wenn man mit Schreiben aufhört, dann ist das Level irgendwie plötzlich gestiegen. Je nachdem, wie viel man halt da geübt hat. Vielleicht ist das auch sowas, das weiß ich gerade natürlich nicht. Achso, ja, du solltest ihm natürlich auch Essen geben. Ein paar Gemüserollen zur Abwechslung. Er hatte ja heute Mittag schon den Hotdog. Und danach kann er auf jeden Fall auch ins Bettchen gehen. So, mal gucken, ob sich das jetzt irgendwie verändert. Ja! Oh, das kleine Fitzelchen werden wir jetzt aber noch machen. Stella, das bisschen, das tut mir leid. Da musst du jetzt noch mal kurz ein bisschen. Also. Sorry, aber das wusste ich nicht, dass das gerade so vom Fitzelchen ist. Muss da noch ein bisschen üben. Das schaffst du schon. So, wie gesagt, viel sollte es nicht mehr sein. So, jetzt vielleicht. Ja, sehr gut. Hä? Und den Wunsch hat es ernsthaft nicht erfüllt? Willst du mich verarschen, Spiel? Dann mache ich den Wunsch weg. Pff. Ich hab mich hier bemüht, dass den Level aufsteigt und dann interessiert das Spiel nicht mal. Das ist ja unfassbar. So, dann können wir Finn auf jeden Fall ins Kinderbettchen legen. Er muss nicht mehr laufen lernen, er muss nicht mehr sprechen lernen. Er hat auch hier mit dem Blöckchen zu Ende gelernt, damit zu spielen. Wir könnten ihm natürlich noch das Xylophon schenken oder kaufen. Das haben wir ja auch noch. Er könnte auch noch ein bisschen Charisma lernen, wenn wir ihm dieses Dingens geben. Dieses eine Gitterbettchen, nicht Gitter, dieses Gitterdingens halt einfach. Da könnte er nämlich noch Charisma dran lernen. Also für später dann quasi. Weiß nicht, ob wir ihm das geben wollen. Dann können wir vielleicht das hier reinpacken und dafür das Gitterbettchen, das Gitterdingens holen. So. Das wäre natürlich eine Idee. Ich weiß gerade gar nicht, hier muss der rein, ne? Also hier so an den Seiten. Kommt er dann hin? So. Können wir auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ja, schadet auf jeden Fall nicht, wenn wir das nutzen. So, auf jeden Fall einmal so ein Violett, weil er mag die Farbe. Und dann vielleicht noch ein Blau dazu. Und das hier dann vielleicht in Grün. Passend zu seinem Zimmer. Wohl nie gelb ist da, glaube ich, besser. Das fällt ein bisschen besser auf. Und die Spielmatte. Mal gucken, ob wir da irgendein süßes Muster finden. Obwohl ich da, glaube ich, eher bei Thema suchen muss. Hier, sowas in der Richtung könnten wir ihm zum Beispiel geben. Als Spielteppich. Ah, aber wir könnten ihm auch einfach das hier geben. Das ist eh viel cooler. Die Spielmatte finde ich echt cool. Oh, da finde ich sie schön. Ja, cool. Dann haben wir hier auch noch so ein Dingens. Da können wir ihn auf jeden Fall auch reinpacken. Da kann er halt ein bisschen an dem Spiegel, kann er dann halt da Charisma lernen. Für später halt quasi. Also, es ist ja immer, was man den Kleinkindern und den Kindern beibringt, ist dann, tritt ab dem Teenager-Alter an Kraft, sodass sie da quasi so einen Bonus haben auf die ganzen Fähigkeiten, die sie haben können. Und das ist echt ganz cool. Und je mehr man da macht, desto weniger muss man halt im Erwachsenenalter mit den Sims machen. Deswegen nutze ich die Sachen auf jeden Fall sehr gerne. Und es ist cool, dass es mit den Storen halt auf jeden Fall auch noch zusätzliche Sachen gibt, die man ausbauen kann. Wie jetzt zum Beispiel das Charisma, weil das kann man sonst, glaube ich, nicht ausbauen. Und diese Bauklötzchen, die sind, glaube ich, bei Mechanik. Also bei Geschicklichkeit. Oder war das Logik? Nee, ich glaube, das war Logik, was es da verbessert.
Yay, Stella ist wieder da. Wir haben es gehört. Ah. Jalu. So, und du kannst dann auf jeden Fall erstmal schlafen gehen. Stella kommt dann auch hinterher. Wo aufräumen brauchst du das nicht. Morgen kommt ja die Haushaltshilfe wieder. Du kannst dann einmal duschen gehen und dann ins Bett. Und dann hätten wir auch das geschafft. Sehr quasi irgendwie. Also, zumindest jetzt habe ich es ziemlich geschafft, dass jeder Tag ungefähr eine oder jede Folge ungefähr ein Tag ist. In etwa zumindest. Ist ein bisschen schwierig, das exakt so zu machen. Aber könnte ich natürlich auch einfach machen, dass ich quasi jeden Tag genau eine Folge mache. Aber dann kann es auch sein, dass es halt mega lange Folgen gibt und dafür dann mega kurze. Und je nachdem, wann sie auch schlafen gehen und wieder aufstehen, ist es natürlich auch wieder unterschiedlich. Deswegen ist es schwierig, das jetzt so konkret auf einen Tag festzulegen. Deswegen mache ich es halt eher auf eine Minutenzahl. Ich glaube, das ist auch einfacher für euch. Ihr solltet ja auch schon in der letzten Folge sagen, welche Folgenlänge ihr besser findet beim Monat Let's Play. Denn ich sehe ja auch in meinen Statistiken, dass durchschnittlich nur fünf, also im Video nur 5 Minuten geguckt wird. Also entweder skippt ihr einen Teil irgendwie, irgendwas, was ihr nicht so spannend findet und guckt halt einfach immer nur so durch in Videos, falls irgendwas Spannendes passiert. Oder es gucken, werden halt nur die ersten 5 Minuten geguckt, weil man danach keine Lust oder keine Zeit mehr hat. Je nachdem. Deswegen, aber ich mache halt, ich würde niemals nur 5-Minuten-Videos machen, selbst wenn ich das alles schneiden würde. Ich könnte ja theoretisch auch so richtige, so dass ich halt quasi nur die Highlights rausschneide und viel länger spiele. Aber das ist halt für mich kein Let's Play und das ist für mich auch nicht das Richtige, was sich für mich gut anfühlen würde. Deswegen mache ich sowas halt nicht. Und ja, deswegen lebe ich halt damit, dass halt die Videos nicht ganz so lang geguckt werden, auch wenn sie ziemlich lang sind bei mir. Aber ja, dafür macht es mir Spaß. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Zumindest für mich ist das Entscheidende, dass es mir Spaß macht, die Videos zu machen. Aber deswegen würde ich natürlich trotzdem auch gern so ein bisschen auf eure Wünsche eingehen. Zum Beispiel halt, wie lang die Videos sein sollen. Jetzt halt nicht 5 Minuten, aber 15 oder eher 20 Minuten. Was wäre euch lieber? Also wäre euch das, oder, also findet ihr das okay, wenn sie ein bisschen länger sind? Guckt ihr das dann trotzdem vollständig an? Also die es halt ganz gucken. Oder fändet ihr es besser, wenn die halt ein bisschen kürzer wären? Würdet ihr euch darüber freuen? Das wäre halt so eine Sache, die ich gern wissen würde. Ja, die heutige Folge habe ich direkt nach der letzten aufgenommen. Also bei mir ist es jetzt Mittwoch, bei euch ist es jetzt Montag. Und deswegen könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass ich da ein bisschen im Voraus aufgenommen habe. Deswegen würde ich mich umso mehr freuen, wenn ihr da einen Kommentar dazu schreibt. Dann kann ich nämlich in die nächsten Folgen schauen, wie ihr das haltet oder wie ihr das seht. Ist auf jeden Fall immer cool, wenn ich irgendeine Reaktion bekomme. Ich weiß, beim Monat Let's Play wird nicht so viel reagiert, aber es würde mich ja trotzdem freuen, wenn auch nur schon so zwei, drei Leute was dazu sagen würden. Würde mich das auf jeden Fall freuen. Und ja, ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob wir es demnächst schaffen, zu Violet und Amin zu wechseln, weil, wie gesagt, die haben ja eigentlich eine neue Wohnung, in die sie umziehen wollen, weil es auch langsam ein bisschen zu klein wird in der aktuellen Wohnung. Und mal gucken, ob ich das hinbekomme. Und ansonsten gucken wir mal. Was können wir denn eigentlich noch machen? Also wir haben jetzt eigentlich noch den Samstag und den Sonntag, den wir auf jeden Fall verbringen wollen. Und ja, weiß jetzt gar nicht genau, was wir da noch machen können, weil wie gesagt, die müssen halt immer alle arbeiten. Aber wir könnten abends auf jeden Fall noch irgendwas machen. Vielleicht nochmal einen gemeinsamen Paartanz oder nochmal irgendwo abends hingehen, mal was essen gehen oder sowas in die Richtung. Wir werden auf jeden Fall noch irgendwas Schönes finden fürs Wochenende. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Ich habe euch jetzt die letzten paar Minuten erstmal ein bisschen vollgelabert. Aber das war nicht so schlimm. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Auf jeden Fall die nächste Folge noch mit Ryan und Stella hier im Monat Let's Play. Und ja. Dann sage ich erstmal, ciao.